Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Heute werde ich euch mal wieder zeigen, wie ich bewerte. Aber vor allem habe ich jede Menge Infos für euch. Es gibt da drei Grafiken, Infografiken von Carvin240. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gesagt. Und die möchte ich euch zeigen und mal kurz zusammenfassen, was da so draufsteht. Da sind ein paar Sachen dabei, die sind ganz interessant. Und dann kommen wir als allererstes zu meiner Statistik. Ich bin jetzt bei 52%. Das heißt, ich habe seit dem letzten Video 28% dazu gewonnen und habe 50 Bewertungen durchgeführt. Ich war mal ein bisschen fleißig, weil ich gesagt habe, hey, auf einmal werden meine Wayspots so schnell bewertet, ohne dass ich ein Upgrade brauche. Da muss ich doch mal was tun. Und da habe ich mal gedacht, ich leg mal los und habe einfach mal einen Abend einfach mal 40 Stück durchgeballert. Und dann wollen wir uns doch mal gerade anschauen, was ist daraus geworden. Ich glaube, den Entenköpfer habe ich euch schon gezeigt, den Banner. Der ist leider falsch positioniert. Den habe ich in Ingress dann verschieben müssen, weil der in Pokémon Go nicht drin ist. Mal sehen, auf gut Glück. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich dieses Ding hier. Boah, August 2022, Leute. August 2022. Fast ein Jahr hat das jetzt gedauert, bis das Ding endlich durch war. Wir werden auf den Infografiken sehen, woran das vielleicht gelegen haben könnte. Dann, witzigerweise, wurde der hier abgelehnt. Und zwar sonstige Ablehnkriterien. Okay, ja. Schade. Weil eigentlich die anderen Fahrradwegschilder wurden bisher angenommen. Es geht ja nur um diese kleinen Bildchen, nicht um das oben drüber, weil das oben drüber eigentlich kein Wayspot ist, aber okay. Wer weiß, vielleicht habe ich einfach Pech gehabt. Muss ich einfach nochmal einreichen. Mal gucken, ob ich da nochmal Lust dazu habe. Das kann ich irgendwo ein bisschen nachvollziehen, warum das abgelehnt worden ist. Es hat schon was von Vandalismus, so ein bisschen. Also so richtig gute Kunst ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ja. Auf gut Glück habe ich es halt einfach mal eingereicht, weil es halt ein großes Graffiti ist und aber ja, da komme ich eh nicht oft hin, also von daher ist es mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal. Das kannten wir eigentlich schon, das wurde halt recht schnell angenommen, weil es wahrscheinlich in einer anderen Zelle ist, dazu kommen wir auch später. Dieses auch. Dieses kennen wir eigentlich auch schon, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, da habt ihr mir gesagt, wahrscheinlich liegt es daran, dass Gangster im Titel falsch geschrieben ist. Eventuell. So, dann dieses Wandbild, das hat auch die falsche Position erwischt. Aber das Wandbild ist so groß, dass da viele Standorte in Ordnung sind und dementsprechend habe ich es dann so verschoben, dass es immer noch richtig ist, aber auch in Pokémon Go ein Wayspot sein könnte. Da muss ich jetzt hoffen, dass die Community genau den richtigen auswählt. Dieser Wayspot wurde recht schnell angenommen, ist jetzt sogar ganz in meiner Nähe. Also ich habe jetzt zwischen zwei Arenen noch einen Pokestop. Endlich ein Pokestop in meiner Nähe. Mega genial. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Und dann wurde dieser hier abgelehnt. Nicht übereinstimmter Ort, kann ich nachvollziehen. Wenn man nämlich sich die Satellitenbilder anschaut von diesem Bereich hier, dann sieht man leider diesen neuen Beach-Volleyball-Feld gar nicht. Und daher ist das total verständlich, warum das dann hier ein bisschen schwierig wird. Muss man mal gucken, was man da macht. Also 360-Grad-Bild hinzufügen und so über Street View vielleicht. Das wäre natürlich richtig genial, über Street View einfach mal hier generell mal so ein bisschen was einreichen, weil das ist schließlich ein öffentlicher Platz und da hat sich so viel verändert, dass es toll wäre, wenn das dann darüber vielleicht reinkommt. Dann als nächstes haben wir das hier, vorübergehende oder saisonale Einrichtung und nicht von historischer oder kultureller Bedeutung. Das ist eigentlich recht interessant. Das könnte eventuell dadurch entstanden sein, wurde mir gesagt, dass dass vielleicht was anderes ausgewählt worden ist, ein anderer Ablehnungsgrund und dadurch ist jetzt dieser Satz dann entstanden. Also zum Beispiel auch vielleicht sogar Duplikat, weil das hier drin ist. Aber naja,
sagen wir jetzt mal nichts drüber, ne? Also Duplikat ist ja mal überhaupt nicht übereinstimmend, aber ja, okay. Ich kann es nächstes Mal ja von einem anderen Winkel aufnehmen, aber auf jeden Fall sollte das meiner Meinung nach unbedingt rein. Aber auch hier ist natürlich das Problem, dass wir einfach die Satellitenbilder so alt sind, dass vielleicht sogar noch nicht mal der Gehweg drin ist, was natürlich ziemlich blöd wäre. Übrigens ist da gerade Napigat. So, okay, genau, das wurde angenommen. Auch das Ding wurde angenommen. Ich habe noch nicht gesehen, wie das Ganze dann in Pokémon Go aussieht, ob das alles schon mal so ein bisschen geklappt hat und vor allem, ob vielleicht, ja, ich glaube, neue Arena wird da wahrscheinlich kaum entstehen. Da stehen, glaube ich, schon zwei. Am See sind auf jeden Fall ein paar Arenen schon unterwegs, aber dann kommen wenigstens noch ein paar Pokestops dazu und es lohnt sich vielleicht auch länger dort zu bleiben als nur wegen der Arena. Dann, das Kesselhaus ist auch mittlerweile drin, das hat richtig lange gedauert, also es wurde angenommen, dann war es in Ingress nicht drin und es war in Pokémon Go nicht drin. Das hat richtig lange gedauert, bis das wirklich dann wirklich vorhanden war. Ich weiß nicht, ob sich da auch was geändert hat, ich habe bisher noch nichts gelesen. Aber ja, ich bin froh, dass es jetzt zumindest mal drin ist. Ich habe es auch schon besucht und gedreht, von daher passt das. Gut, das waren die ganzen Wayspots. Dann, ich habe noch drei Stück, die ich eingereicht habe. Eins davon ist in der Abstimmung, zwei davon immer noch in der Warteschlange und ein Einspruch. Ich werde keine neuen Einsprüche mehr einreichen, weil die Bearbeitung von der Community ist so schnell, dass ich dann lieber über die Community mindestens 3 oder 4 Mal es erst versuche, bevor ich wieder was mit Niantic mache. Das dauert mir einfach zu lange. Und mittlerweile scheint ja die Community verstanden zu haben, dass Radwege Wayspots sind, weil sie werden jetzt zu 50% oder vielleicht sogar zu 60% angenommen. Und das heißt schon was. Zumindest in meiner Gegend. Was auch immer. Okay, ja, dazu kommen wir dann noch. Gut, schauen wir uns am besten mal die Grafiken an. Ich hole sie gerade mal. So, hier. Hier haben wir eine Grafik. Ah, so, nicht zu weit reinzoomen, sonst kann man es nämlich noch weniger lesen. Leider ist die Qualität beim Runterladen von Telegram nicht so gut. Und ich habe die Originale leider nicht zur Hand. Das ging jetzt auf die Schnelle sowieso nicht. Gut, also anscheinend gibt es eine Quarantäne, wo Wayspots drin landen können. Und wenn sie in dieser Quarantäne sind, dann können sie auch mit einem Upgrade nicht dort rausgeholt werden und bleiben eventuell sogar da drinnen stecken. Deswegen sollte man einen Wayspot nicht immer sofort ein Upgrade geben, sondern lieber eine Woche später. Habe ich hier gelesen. So, und wenn die aus dieser Quarantäne raus sind, dann wird ein Abstand geprüft. Oder sie können dann entweder eine Abstandsblockade oder sie haben ein Upgrade. Ne? Also wenn sie ein Upgrade haben, dann kommen sie in die Abstimmung, wie sie hier oben sehen kann. Ansonsten Abstandsblockade, da... Das ist vielleicht ganz wichtig und sogar ganz interessant. Da kommen wir nämlich endlich zu dem Thema, was passiert da jetzt genau. Manche Vorschläge können in die Abstandsblockade geraten. Nur ein Vorschlag kann in die Abstimmung gehen in den neuen S2-Zellen. 9 S2 Level 17 Zellen um den Vorschlag herum. Also... Was eigentlich klar ist, ne? Also, wenn man sich mal die Level 17er Zellen sich mal vorstellt, in dieser Zelle ist jetzt der Wayspot und drumherum sind weitere S17 Level 17 Zellen. Und theoretisch sind das dann, glaube ich, 9 Stück. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich dachte, es wären 8, aber okay. Da steht 9, das muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Vielleicht ist die Zelle selber auch noch gemeint. Dann haut's hin. Sollte solange ein Vorschlag bereits in der Abstimmung sein, in diesem Feld, den ich euch gerade genannt habe, dann wird dieser hier blockiert. Bis die Abstimmung durch ist... Und dann kommt er vielleicht erst in die Abstimmung.
Genau, so geht, darum geht es jetzt hier. So, und sobald ein Vorschlag die Quarantäne verlassen hat und nicht in die Blockade, dann kommt er in die Warteschlange. Oder wahrscheinlich ist er, also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, wenn er in der Blockade ist, ist er auch schon in der Warteschlange. Und sobald er die erste Stimme bekommen hat, dann wird erst angezeigt, dass er in der Abstimmung ist. Auch sehr interessant. Und jetzt wird es nochmal interessanter. Es wird geschätzt, dass der Bewertungsvorgang wie folgt aussieht. Während der Bewertung wird eine zufällige S2 Level 9 Zelle gewählt, in der dann ein zufälliger Vorschlag gewählt wird. Wenn in dieser Zelle viele andere Vorschläge in der Abstimmung gehen, ist die Chance, ausgewählt zu werden, sehr klein. Ne? Also wenn ganz, 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 ganz viele in der Abstimmung sind, in dieser Level 9 Zelle, ich zeige euch gleich, wie groß die ist, zumindest aus meinem Bereich, dann ist natürlich die Chance klein. Was lange Wartezeiten bis zur Entscheidung bis zu einem Jahr mit sich bringt. Zumindest war das vor allem in der Vergangenheit so. Vielleicht hat sich da irgendwie was geändert, weil in meiner Gegend vielleicht einfach mehr bewertet wird oder endlich ein paar Wayspots raus sind und dadurch andere Wayspots jetzt wieder eine höhere Chance haben. Könnte ja sein. Weil theoretisch, wenn irgendwann das Spielfeld voll ist, dann wird auch nicht mehr so viel eingereicht. Theoretisch. Und außerdem, in jedem Ort wird jetzt auch nicht jeden Tag ein neuer Wayspot geboren, sage ich jetzt mal. Eine Skulptur hingestellt, eine Statue hingestellt. Das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Ein neuer Stolperstein eingegraben. Passiert auch nicht jeden Tag. Von daher, so, schauen wir uns doch vielleicht mal kurz das Thema S9-Zelle an. Das hier ist eine S2 Level 9-Zelle. Ganz unten seht ihr Altenheim. Da oben seht ihr Kehl und da Straßburg. Ich habe ja immer das Problem, dass wenn ich meinen Spielstandort hier unten in Altenheim habe, dass ich sehr viel auf Straßburg bekomme. Ja, man sieht auch zu 50% aus dieser S9-Zelle ist Straßburg. Theoretisch bekomme ich in meiner Bewertung deswegen auch sehr viele französische. Also wenn ihr das mal mit eurem Ort vergleicht, seht ihr vielleicht, warum ihr zu viele aus Polen bekommt, wenn man in Berlin sitzt vielleicht, keine Ahnung. Das wäre natürlich jetzt noch interessant, wie ist Berlin in so einer S9-Zelle eingeteilt. Leider kann ich euch gerade keine S2-Zellen-Map vorschlagen, die TOS-konform ist, weil die alte ist kaputt. Die alte ist nicht erreichbar. Ich habe vorhin die S2-Zelle-Map vorhin mal aufgerufen und es hieß, die ist nicht erreichbar. Ich so, ja toll. Wie jetzt? Ist die jetzt wirklich komplett weg vom Fenster? Geht da nichts mehr? Keine Ahnung. Ich habe keine Informationen dazu. Gut. Ja, das ist eine S9-Zelle. S9, Level 17, Level 9-Zelle. Das ist echt heftig, finde ich. Also, ich finde das ziemlich groß. Gut. So, wo waren wir? Wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen. So ist, glaube ich, noch am besten. Was passiert mit einem upgradeten Vorschlag? Also wenn er in der Quarantäne ist, wird er dort deswegen nicht rauskatapultiert. Deswegen sollte man immer warten. Ähnlich wie normale Vorschläge werden die upgradeten Vorschläge als in der Warteschlange gelistet. Genau. Bis sie die erste Stimme erhalten. Und dann steht er auf einmal in der Abstimmung. Und wie sieht da jetzt dann der Prozess aus? Der wird so hoch priorisiert, dass er wahrscheinlich in einer S2 Level 9 Zelle sehr häufig vorgeschlagen wird. Und ja, das ist ja logisch, ne? Denn, und die anderen Wayspots, die kein Upgrade haben, die haben dann sieht das halt nicht so gut aus. Also es könnte zum Beispiel sein, dass in meiner S2 Level 9 Zelle so wenig Leute Wayspots abgegradet haben, dass deswegen meine abgegradeten Wayspots auch mal drankommen. Versteht ihr? Das heißt, es gab einfach in letzter Zeit so viele abgegradeten Wayspots,
dass es sehr, sehr lange gedauert hat, dass irgendwas passiert ist. Deswegen habe ich eigentlich immer abgegradet. Jetzt brauche ich es gerade gar nicht. Und jetzt macht es auch wieder viel mehr Spaß, was einzureichen. Das kann sein, dass das nur in meiner Zelle ist. In der Nachbarzelle könnte es schon wieder ganz anders aussehen. Mal sehen. Vielleicht haben einige Leute wirklich die Schnauze voll gehabt und haben aufgehört. Und dadurch habe ich jetzt den Vorteil, dadurch, dass ich einfach dran geblieben bin, jetzt dann trotzdem noch was erreichen kann. Entschuldigung. So, Niantic-Abstimmung sollte eigentlich klar sein. Also ihr habt einen Einspruch, der kommt dann natürlich erstmal in so eine Art Warteschlange. Und sobald Niantic da die erste Stimme wahrscheinlich drauf gibt, dann steht da Niantic in der Abstimmung. Hm, passt doch. Was hier auf dieser Infografik meiner Meinung nach fehlt, ist dieses in der Abstimmung von Niantic gibt es ja nicht nur bei Einspruchs Waitspots, sondern auch bei Waitspots, die einfach so eingereicht worden sind. Nur da müsste jetzt dann ja hier vielleicht stehen, dass es gewisse Schlüsselwörter geben könnte, was noch nicht hundertprozentig sicher ist, die Niantic sich dann rausschnappt und selber bewertet. Weil da diese gewissen Schlüsselwörter drin sind. Ich werde die Schlüsselwörter jetzt einfach nicht nennen, sondern einfach nur sagen, dass es vielleicht Schlüsselwörter gibt. Das so viel dazu. Gut. Ab zum nächsten. Wir haben nicht so viel Zeit. Es waren jetzt schon 16 Minuten nur für die erste Grafik quasi. Quasi. Natürlich mit dem Intro natürlich dazu. Dann Lightship-Daten dann. Datenbank solltet ihr alle kennen, weil habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt. Es ist früher so gewesen, von Wayfarer sind die Wayspots in Ingress gelandet. Natürlich nur, wenn der 20 Meter Radius eingehalten worden ist. Und wenn nicht, dann ist der in Ingress nicht aufgenommen worden und dann auch nicht in Pokémon Go. Deswegen war es sogar wichtig, darauf zu achten, auf diese 20 Meter Regel in Ingress. Nur jetzt brauchen wir das gar nicht mehr. Jetzt sind wir ja hier. Seit August 2021 gibt es die Lightship-Datenbank. Die Wayspots von Wayfarer landen erstmal in der Lightship-Datenbank. Und dann wird entschieden, ob sie in die anderen Niantic-Spiele überführt werden. In Ingress nur, wenn der 20 Meter Radius eingehalten wird, in Pokémon Go nur, wenn die S2 Level 17 Zelle frei ist und die anderen Spiele werden jetzt hier nicht gelistet. Bin aber gespannt, ob wir irgendwann noch die Info bekommen, wie es mit NBL, Peridot, Monster Hunter dann aussieht. Wäre ja vielleicht schön, das zu wissen für die Leute, die diese Spiele spielen. So, habe ich noch was vergessen? An für sich nicht. Problematisch ist natürlich, wenn man auf einen Wayspot wartet und immer auf die Intel-Map guckt und denkt, warum kommt denn der Wayspot da jetzt nicht an? Und in Pokémon Go auch nicht. Weil man kann ja dann gar nicht sehen, wo denn der Wayspot gelandet ist. Vielleicht wurde er ja verschoben oder so. Und deswegen kommt er einfach nicht ins Spiel. Die App Lightship oder Wayfarer, die gibt es halt noch nicht. Oder die ist noch in der geschlossenen Beta- oder Alpha-Phase. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, geschlossene Beta. Da hat nicht jeder Zugriff drauf. Aber ne, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, könnt ihr gerne auf meinem Discord-Server mal nachfragen. Der Kevin oder Kevin 240 ist dort in dem Channel mit drin und liest auch sehr fleißig mit und hilft hier tatkräftig weiter. Dafür nochmal ein Dankeschön von mir. Dementsprechend, also falls ihr da irgendwie Probleme habt, dass irgendwelche Wayspots nicht auftauchen, der kann euch dann sagen, wie es damit aussieht. Grundsätzlich kann ich euch sagen, wenn ein Wayspot akzeptiert worden ist, dann ist er erstmal hier in der Lightship-Datenbank. Wäre sonst komisch, wenn nicht. Wenn er aber richtig sitzt und nicht in Ingress, nicht in Pokémon Go auftaucht, dann hängt er vielleicht in einem bestimmten Prozess fest und man müsste ihm quasi anstoßen. Das Problem ist, das können aber nur Leute, die Lightship haben. So viel dazu. Aber wie gesagt, wenn ihr solche Probleme habt, könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server in dem passenden Kanal nachfragen. Nächste Grafik. So. Das fand ich richtig interessant.
Unter jedem Video steht eigentlich das ganze Thema schon drin. Was kann man in Pokémon Go wann und was kann man in Ingress wann? Also, neuen Wayspot vorschlagen geht ab Level 37 bis zu 10 Kilometer aus der Ferne. Das steht nicht in der Videobeschreibung drin, dass man bis zu 10 Kilometer aus der Ferne einreichen kann. Das wusste ich auch nicht. Und bei Ingress braucht man nur Level 10 und da kann man sogar 25 Kilometer aus der Ferne einreichen. Sehr interessant. Also das war für mich auf jeden Fall neu. Dann Vorschläge und Beiträge bewerten. Also in Wayfarer reingehen und wenn man den Test bestanden hat, Wayspots bewerten. Das kann man mit einem Pokémon Go Account erst ab Level 37, mit Ingress schon ab Level 10. Ist aber im Prinzip, es klingt zwar wenig, aber Ingress geht halt nur bis Level 16 und Level 16 ist quasi Level 50 oder Level 40 in Pokémon Go, ja, also lasst euch davon nicht irritieren. Titel eines Wayspots ändern. Level 38 und nur innerhalb von 80 Meter vom Wayspot. Und bei Ingress ist es ab Level 8 und innerhalb von 100 Kilometer zum Wayspot. Aber Achtung, ihr könnt so weit Wayspots in Ingress aber gar nicht sehen. Also entweder ihr habt einen Key oder ihr müsst über den Key, über den Wayspot dann dahin gelangen. Habe ich vorhin zum Beispiel gemacht. Das war ganz witzig. Falls ihr dazu mehr Infos haben möchtet, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mal schauen, dass ich dazu ein Video mache. Beschreibung eines Wayspots ändern. Level 38 und innerhalb von 80 Meter. Und in Ingress Level 8 und innerhalb von 100 Kilometer. Standort eines Wayspots ändern. Auch sehr, sehr interessant. Ihr wisst vielleicht, in Pokémon Go kann man das erst ab Level 38 innerhalb von 80 Meter vom Wayspot und nur 10 Meter. Aber in Ingress muss man nur Level 12 sein, man kann das innerhalb von 50 Kilometer des Wayspots und man kann 25 Meter verschieben. Das habe ich vorhin geprüft, ob mir das hilft, aber nee, bei mir hat das jetzt nicht geholfen. Ich soll einen Wayspot an die richtige Stelle verschieben und leider sind es mehr als 25 Meter. Also ich musste mich dann trotzdem an den Wayfarer-Support hier wenden oder an das Forum. So, neues Foto hinzufügen geht ab Level 38 innerhalb von 80 Meter vom Wayspot, in Ingress schon ab Level 8 und 100 Kilometer vom Wayspot entfernt. Das ist krass. Dann Fotos liken geht in Ingress sofort und in Pokémon Go muss man Level 38 sein. Wayspots melden geht erst ab Level 38. Das fand ich auch interessant. Und man muss sogar in der Nähe von dem Wayspot sein. Und in Ingress gar keine Einschränkung. Was auch, also, weiß nicht, ich finde, das sollten sie ändern. Ich finde, das sollten sie auf jeden Fall ändern, weil so kann sich ja, also jeder, der nicht Level 38 ist und sowas machen will, der lädt sich einfach Ingress runter, registriert sich und kann dann sofort den Wayspot melden. Also das ist irgendwie Quatsch. Da könnten sie ruhig mal, keine Ahnung, wenigstens das Tutorial oder Level 2, Level 3 oder sowas, keine Ahnung. Level 8. AR-Scanning ist zum Beispiel auch erst ab Level 20 möglich, außer man hat einen Kids-Account und in Ingress erst ab Level 8. Fand ich auch sehr interessant. Und dann Missionen oder Route erstellen. Das ist in Pokémon Go immer noch nicht veröffentlicht worden, aber in Ingress gibt es das ja schon ewig lang und es geht ab Level 7. Das war's. Jetzt gehen wir zur Bewertung. Ich werde euch auf jeden Fall Kapitel aktivieren. Am besten von Anfang an, damit ich auch sehen kann, was euch mehr interessiert hat. Ja, die Fotos sind alle in Ordnung, alle Kriterien erfüllt. Weiter. Dann wieder mal aus Frankreich. Ich glaube, das andere war, glaube ich, auch aus Frankreich, aber das hat man jetzt nicht so direkt gesehen. Das ist eine Infotafel. Nur mal kurz anschauen, wie die Infotafel aussieht, damit wir vielleicht dann es leichter haben mit den Duplikaten. Wir sehen auch, wo die Infotafel ist. In der Nähe von, also hier an diesem Gehsteig. Okay. Ja, da ist noch nichts vorhanden. Wir gehen mal auf Satellit. Auf Satellit kann man leider nichts davon erkennen.
das haut eigentlich ganz gut hin. Da ist ein Baum, hier ist ein Baum, könnte ein Baum sein. Also da sind so viele Bäume, das kann schon sein, dass man das nicht erkennen kann. Also 3 Sterne für den Standort. Historisch-kulturell auf jeden Fall, weil es eine Infotafel ist. Optisch einzigartig. Die kann man immer super unterscheiden pro Ort. Sicherer Zugang auf jeden Fall. Es ist mitten im Wald, keine Autobahn in der Nähe. So, Naturobjekt, nein. Ortsschild, nein. Wanderweg, ja, aber es geht hier nicht um den Wanderweg. Es ist eigentlich nur ein Hinweisschild. Also ich bewerte diese Kategorien immer nach dem, was der Wayspot selber ist, nicht die Umgebung. Irgendwo habe ich was vergessen. Achso, sollte man hier oben auch sagen, dass das ein Wayspot ist, ja. So, weiter. Deutschland, Hitzhusen, alter Reiter und Bauernhof. Reit und Bauernhof, ja. Die Bilder sind absolut identisch. Es sieht aus, als wollte derjenige hier irgendwas verstecken. Sollte man also nicht machen. Wir gehen mal direkt auf Google Maps. Okay, Malerbetrieb Clemens Wulff steht hier. Kriegen wir hier noch Bilder? Bilder, 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 Bilder. Hier alle Bilder. Die Eingangstür von diesem Malerbetrieb sieht absolut anders aus als das, was wir, glaube ich, gerade in Wayfarer gesehen haben. Kann das sein? Ja, sieht ganz anders aus. Also, ich habe das Gefühl, derjenige versucht hier einfach irgendwas einzureichen. Hauptsache, er kann von zu Hause aus einen Wayspot erreichen. Für mich ist das eine Fälschung. Missbrauch, gefälschter Vorschlag. Absenden. So, dann haben wir Frankreich, ein Insektenhotel. Aber das ist so ein typisches Insektenhotel. Das kannst du in jedem Baumarkthaus kaufen. Das sieht nicht aus wie selbstgemacht, finde ich. Viel zu akkurat, viel zu einfach, sehr, sehr neu. Könnte temporär sein, was auch immer. Also nö, erfüllt die Kriterien nicht und Massenproduktion. Ich schreibe es jetzt einfach dazu. Ich hoffe, das bringt Niantic irgendwas. So, dann als nächstes haben wir hier Hegeda Stumpf. Das scheint einfach nur eine Firma zu sein. Mal gucken, was steht denn hier? 1903 wurde die Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker GmbH gegründet. Nach vielen Umwegen ist dies jetzt als so und so bekannt und hat ihren Hauptsitz in München. Ja, ist einfach nur ein Unternehmen. Warum sollte das jetzt ein Wayspot sein? Hat er nicht erklärt, der Einreicher, ne? Deswegen er. Und somit eher abgelehnt. Ich kann mal kurz gucken. Ort. Nee. Schon Kriterien und dann Unternehmen. Absenden. So. Schützenhaus. Gerade mal kurz gucken, wie. Wo bin ich gerade? Ich habe gerade vergessen mitzuzählen. 5, okay. So, Schützenhaus ist ein Wayspot, ja. Das Umgebungsfoto ist zwar schief. Querformat wäre besser gewesen. Aber ich kann was von der Umgebung sehen. Mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Need more Pokestops ist kein guter Grund, den man hier reinschreiben sollte. Das könnte sein, dass viele andere Bewerter deswegen grundsätzlich ablehnen, egal ob der Wayspot gut oder schlecht ist, deswegen solltet ihr es sein lassen. So, wir brauchen Satellitenbild. Den Wayspot, also wo er den Wayspot hingestellt hat, ist auf jeden Fall schon mal sehr schlecht. Das würde ich so nicht annehmen wollen. Außerdem sollte er weit genug von dieser Infotafel da weg sein. Und Schützengesellschaft
Ferns Dalsheim scheint ja richtig zu sein, aber das ist sehr schlecht. So, dann verschieben wir das Ding doch mal da, wo es eigentlich ist. Oh, danke schön für das Abo auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Ich kann zwar gerade den Namen nicht lesen, aber ja. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. Bunker, nein. Sportverein, ja. So, nächster. Wiege gut, alles gut. Was ist das? Warum ist das so klein? Schade. Man kann viele Sachen nicht sehen. Schwarzwaldverein wegweisend. Wegweisend. Mehr Gutes gibt es hier. Was willst du von mir? Schwarzwaldverein. Und was war das dann? Achso, .de. Sollte man vielleicht erstmal dazu schreiben. .de. Wegweisend. Wegweisend. So, okay. Kommt da vielleicht noch was? Wahrscheinlich sind sie auf diese Seite gelangt, weil sie Wanderwegen des Schwarzwaldvereins unterwegs waren. Vielleicht haben sie sich über gute Markierung gefreut. Vielleicht möchten sie sich für das ehrenamtliche Engagement bedanken. Möglicherweise haben sie auch Fragen in den Regeln der Beschilderung oder im ungünstigsten Fall hat die Markierung sie nicht wie erwartet zum Ziel gebracht. Wie auch immer, diese Seite bringt sie weiter. Ich will Mitglied werden, ich will mehr wissen, ich will mitarbeiten, ich will unterstützen. Okay. Also für mich ist das jetzt einfach nur eine Werbung für diesen Verein. Deswegen ist das für mich kein Wayspot. Würde ich jetzt mal so ganz grob sagen. Ich weiß zwar jetzt nicht so hundertprozentig, ob das jetzt so passt, was ich gesagt habe, aber ihr werdet mich schon korrigieren in den Kommentaren. Also, warte mal, ich werde mal kurz gucken, was derjenige geschrieben hat. Wir haben es jetzt vorher selber rausgefunden. Der Schwarzwaldverein ist seit 2000 damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass Wander- und Radwege beschildert und somit dafür zu sorgen, dass Reisende die Orientierung behalten. Ja. Und hätte man da nicht ein anderes Schild auswählen können? Vielleicht wirklich einer der Schilder, die wirklich einen zu irgendeinem Ziel bringen? Weil das hätte ich jetzt angenommen, aber das nicht. So, abgelehnt. Sonstige Ablehnkriterien, Werbung. Kein Wegweiser. So, das wird wohl ein alter Mühlenstein sein. Historisches Mühlenrad. Wenn die Leute noch nicht mal wissen, dass das ein Mühlenstein ist. Damit hat man Getreide gemahlen. Ich glaube nicht, dass es so heißt. Ein Rad, was früher zum Mahlen von Weizen und in Mühlen genutzt wurde. Okay, das steht zwar da, aber warum nennst du es dann Rad? Also ich denke, ein Rad wird anders benutzt. Aber vielleicht bin ich auch, vielleicht habe ich auch keine Ahnung davon. Und der Mühlenstein heißt wirklich Mühlenrad oder so ähnlich. Jetzt als Dekorativ-Einfahrt steht, welche man sich frei zugänglich begutachten kann. Leider ist das Umgebungsfoto, also so, der Kandidat ist da, man kann einen Gehweg sehen, ja. Ein bisschen weiter weg wäre vielleicht schon ganz cool gewesen, damit man hier sehen kann, was dieser Zaun hier, aber es sieht öffentlich aus, ja, weil es außerhalb vom Zaun ist. Wäre es jetzt auf der anderen Seite, wäre es jetzt was anderes. Auf dem Satellitenbild werde ich das wahrscheinlich aber nicht erkennen können, ne?
Auf dem Satellitenbild sieht es aus, als wäre es eine persönliche Einfahrt. Toll. Da könnte schon sein, dass hier oder da der Zaun ist. Und das war's. Nicht sehr hilfreich. Zumal das hier nicht aussieht wie eine Einfahrt. Also ich kann den Standort nicht betiteln und das nicht bestimmen und deswegen sage ich nicht übereinstimmender Ort. Noch zwei. Gärtnerei und Blumenhaus. Hook-Reklamenschild. Genau. Werbung. Nö. Warum sollte man das jetzt entdecken? Die Gärtnerei und Blumenhaus Hook ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Bereits seit 1905 ist das Unternehmen in Familienbesitz und ein wichtiger Bestandteil des regionalen Gewerbs und Stadtgeschehen. Es ist mir zu wenig, was da steht, dass das wirklich ein... Also, allgemein. Hätte das ein Wayspot sein können, aber dann wäre es vielleicht besser, wenn man einfach die Gärtnerei und das Blumenhaus einreicht und nicht das Schild, das dorthin zeigt. Oder ist das schon drin? Hätte jetzt sein können. Aber nö. Die Gärtnerei und das Blumenhaus sind... Gärtnerei und Blumenhaus ist nicht im Spiel. Wenn es im Spiel wäre, dann wäre es vielleicht gut, diesen Wegweiser zu haben. Aber das ist hier nicht der Fall. Was wäre denn... Könnte eine Gärtnerei, ein Blumenhaus, ein Wayspot sein? Ja, könnte. Aber dann muss dieser Familienbetrieb deutlich mehr machen. Nicht nur einfach ihren Job, sondern einfach mehr. Was richtig Besonderes, weshalb man einfach dort mal vorbeigehen sollte und Hallöchen sagen. Keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren noch was dazu schreiben. Ich sage, das erfüllt die Kriterien nicht. So, letzter Wayspot. Kleines Brandsheger Posthaus. Was ist denn das bitte für ein Wayspot-Bild? Das hätte man ruhig ein bisschen näher aufnehmen können, ne? Das ist ja fast schon ein Umgebungsfoto. Wie sieht das Umgebungsfoto aus? Och nö, nicht schon wieder. Auf dem Umgebungsfoto ist der Wayspot an sich ja gar nicht mehr drauf. Das soll das Posthaus sein. Kann ich nicht erkennen. Kann ja sein, dass es das da ist. Da. Schön, wenn man da hier da nicht hinkommt. Dass man das nicht einfach verschieben kann. Ja, kann ich nicht erkennen. Keine Ahnung. Aber das Postschild muss ja aus irgendeinem Grund da sein, ne? Das Schild oben drüber ist so überbelichtet, dass man nichts drauf erkennen kann. Boah, was mache ich jetzt mit dem? Ich bin mir nicht sicher, ob es dort wirklich ist. Hier handelt es sich um unseren Brandsheger Posthäuschen. Ein Schild am Eingang weist darauf hin, man kann in diesem kleinen Häuschen auch Getränke, Süßes oder aus Bonbonier kaufen. Was auch immer das heißt, ich kenne das Wort nicht. Betritt man diesen Laden, hat man das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Okay. Das sieht aber so nicht einladend aus, muss ich ehrlich sagen. Und es ist so ein Mischbetrieb, ne? Aber soweit ich weiß, nimmt Niantic sowas auch an. Ich habe das doch auch eingereicht. Wurde das dann nicht sogar angenommen, obwohl es ein Mischbetrieb ist, aber ich habe es ja nicht angegeben und Niantic hat es vielleicht nicht erkannt. Also von daher ist das jetzt kein Präzedenzfall so richtig.
Ich bin mir da irgendwie gerade nicht sicher, ob das Ding wirklich noch da ist. Weil auf Google Maps sehe ich jetzt gerade auch nichts, aber vielleicht muss ich auch... Ach, guck mal hier. Nö, auf Google Maps ist die Filiale immer noch eingezeichnet. Wann wurde die letzte Rezension abgegeben? Die Deutsche Postseite ist damit sogar verlinkt. Könnte man also vielleicht sehen, ob das wirklich offen ist? Okay, das gibt mir schon ein gutes, sicheres... Vor 2 Monaten war hier noch alles okay. Ja, okay, dann scheint es ja doch in Ordnung zu sein. Dann nehme ich es an. Gott sei Dank habe ich da doch noch drauf geklickt. Dann ist es in Ordnung. So, also 5 Sterne hier, da. Standort stimmt. Historisch-kulturell, weil man mit der Deutschen Post kann man Menschen aus der ganzen Welt erreichen. Darum geht's. Optisch einzigartig. Naja. Der Laden schon, das Schild nicht. Sicherer Zugang, auf jeden Fall. So, sonstige nein, Gebäude nein, Wegmarkierung nein, Ortsschild nein und Süßwarenladen nein. Einfach Post. Das muss doch da hier drin sein. Da, Regierungsgebäude, Post, fertig. Und absenden und beenden. So. Es tut mir so leid, dass es so lang ist, aber ja, ich muss unbedingt ein Kapitel reinmachen. So, Statistik nochmal anschauen. 52% hat sich also nichts verändert. Es sind 10 Bewertungen dazugekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!